Also, meine Damen und Herren, Complexity gegen Team Vitality, zweite Karte, Overpass. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt erstmal AFK, ne? Bis später. Oh, hier geht's aber erstmal schnell zur Sache. Die Vitality komplett über den Playground. Und da ist Blame F. Und das ist einfach kurz mal 3 Kills. 3 cleane Headshots da. Und jetzt kommt's drauf an, schafft man das von Team Vitality nochmal umzumünzen. Misuta, Shox hat runtergehittet. Und dann ist es hier nur noch Shox. 4 Kills, Blame F. Ja, das wird extrem schwer. Die Bombe nicht mal gepickt. 27 HP noch auf der Uhr. Aber immerhin hat er eine Glock Fade. Sieht also dabei noch richtig gut aus. Und Mr. Papillon wird da höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu viel in dieser Runde. Also er wird keine Runde mehr holen, aber eventuell macht er nochmal ein bisschen Damage. Und die Frage ist, bringt er vielleicht sogar lieber... Aber nee, das macht ja keinen Sinn hier auf der Terrorside. Also, ein bisschen unterwegs sein. Muss er jetzt noch seine Beinmuskulatur etwas stärken. Ein bisschen durch die Gegend joggen, bis man da irgendwo ankommt. Und glaub mal, gäbe es so ein VR-Counter-Strike und du müsstest wirklich selber immer auf die anderen Spots laufen. Was meinst du, wie viele Executes es geben würde? Wie kommt man auf so eine Idee? Also. Habe ich mir schon öfters gedacht, weil ich dachte, Alter, stell mal vor, du musst diesen Weg wirklich jetzt rotieren, Mann. Dann sparst du dir das einfach, rennst einfach rein. Stell dir mal vor, es würde wirklich so eine Map irgendwo geben. Heilige Maria Gottes, ey. Ja, wäre das eigentlich, dass du so rüberrennen könntest. Wäre schon ein bisschen wild, ne? Aber wenn es dann so 1:1 abgerufen sein könnte, wäre es ein gutes Ding. Aber wäre. Und jetzt gibt es erstmal von der Seite einen wichtigen Frag. Geht weiter nach vorne und jetzt muss natürlich Poison abwarten. Es sind nur noch 20 Sekunden. Selbst wenn er die Bombe pickt, ich glaube, er schafft es nicht mal recht mehr rechtzeitig auf dem Spot. Nee, keine Chance. Ja, obwohl so eine Paintball-Halle so in den Ausmaßen so, das wäre übel geil, glaube ich, oder? Oh! Sie machen es nach der Zeit. Und das ist natürlich richtig bitter. Also wenn er jetzt nicht stirbt, dann kriegt er einfach nicht mehr Geld oben drauf. Das sind 1,9, die ihm da fehlen. Und das ist, ja gut, er hat $1,050. Es ist okay. Hat eine Rüstung. Ja, gut. Wenn sie jetzt runterforsten, ist es wirklich in Ordnung, dass er es gemacht hat. Also von daher gehe ich davon aus. Ja, sie haben eh keinen Plan. Das heißt, eigentlich müsste es sowieso eine Sparrunde sein. Genau, aber die Frage ist, gehst du auf eine oder gehst du auf zwei? Ich denke, sie sollten jetzt trotzdem den Force-Buy machen, alleine weil Shox diese Situation hier natürlich. Ja, Cyborg the Eagle, das ist die Geheimwaffe, ich sag's dir. Und Apex, jetzt, die Scout. Boah, jetzt so eine Cyborg the Eagle-Schelle, das wär's doch mal. So, für die Eröffnung hier für Team Vitality. Aber sonst Complexity aus der Pause gut reingestartet hier. Poison wird direkt geflasht und Saivu hier mit der Deagle erstmals unterwegs. Jetzt sucht er hier natürlich. Er aimt hier schön ab. Findet hier erstmal dann die Position nicht. Blame F, der ist hier mit der AUG schon mal in langen Problemen festgesteckt. Und Poison hier im Guardian. Ja, Poison hat auch schon den richtigen Riecher und auch einfach mal ein bisschen durch die Smoke siffen. Scheinbar hat er noch gesehen, weil es ist kein Smoke-Kill, zumindest laut Kill-Feed. Und jetzt zieht er sich weit zurück, möchte natürlich beim F auch ein bisschen in Szene setzen und der muss jetzt erstmal punkten. So, einfach zurückziehen. Blame F macht den ersten, kommt hier nochmal weg, zweiten. Ja, der dritte war nochmal Config gegönnt und das ist natürlich jetzt das Problem für Apex. Denn der hat hier nur noch die Scout, eine Smoke und die Zeit, die ist zwar noch da, die Bombe ist aber wieder unglücklich down und sehen wir hier die Runde Nummer 1 nur mit einem anderen Namen. Könnte vor allen Dingen hier heute auch ein Weltuntergang für alle Leute sein, die Kanalpunkte gesetzt haben. Das kann man ja mittlerweile auch bei uns machen. Hör mir auf, ich habe da so eine Story zu. Ich bin ja auch Big-Fan, ne? Aber ich habe gegen Nip, habe ich sogar gegen Big gesetzt, weil ich immer verloren habe, wenn ich was gesetzt habe. Dachte ich so, ah komm, dann entweder gewinnt Big oder ich kriege Kanalpunkte. Dann hat Big gewonnen, aber meine Kanalpunkte sind auch ganz schön, Dann hast du es auch verdient. Monatsende so. Also. Hast du verdient, ey. So, Freunde, also 2:0 der Spielstand und es wurde gerade schon gesagt, ich glaube, der eine Caster ist Fan von Saivu und dann hat LP Senk gesagt, da kannst du ja nur Venom meinen und ich glaube, wir beide sind große Fans von Saivu oder interpretiert das falsch. Man muss das ja auch so sehen, es ist ja mit, ich glaube, Simple so die Spieler, die überhaupt dieses Game jetzt gerade so extrem gut spielen und halt einfach die Heroes von Counter-Strike gerade im Moment sind. Und ich glaube nicht Fan, also Fan wäre ich eher so Tabs, würde ich sagen, so, weil dann Entwicklung... Ja, so ich sehe es halt einfach, dass er halt einfach mit Simple zusammen der Mann gerade wirklich hier in Counter-Strike ist. Ich kann sagen, Saivu bin ich auf jeden Fall Fan von, ist ein total super Spieler. Ich finde auch die Story dahinter irgendwie, dass er sich selbst bei der FPL hochgegrindet hat und auch dann auch dieser erste Auftritt beim Faceit Major 2018, 17, ich weiß es schon gar nicht mehr, Alter, die Zeit verfliegt wie Sau. Und da kam er mir direkt schon sympathisch rüber. Also mal gucken. Und wenn ihr euch fragt, warum wir hier so viel über diese Nebengeschichten reden, es ist Overpass, Freunde. Wir haben Zeit. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat hineinstellen. Wir können die hier auf Overpass auf jeden Fall beantworten.
Ja, Poisoned hat erstmal die Antwort gegen Shox hier. Parat und Rush mit den ersten vielleicht Problem. Wird hier gepusht, nimmt den ersten raus. Ah, und dann hat er Misuta nicht auf der Rechnung gehabt und Poison von hinten. So, und dann Apex von der Seite. Nein, da passt Apex sogar nochmal die Möglichkeit gehabt, diese Runde hier rumzudrehen. Aber am Ende verliert man 3 Spieler. Und das gegen ein paar Deagles und ein paar Glocks. Nicht der ideale Ausgang für Complexity, aber am Ende der wichtige dritte Zähler, das schon mal gut geschrieben. 800 extra Dollar für Vitality. Die haben mehr als genug Geld, um sich jetzt hier mit richtig guten Waffen gegen Complexity zu stellen. So, gucken wir mal rein. Also diese Fragen werden wir hier natürlich nicht beantworten, ihr Schmutzfinke. Und kommt Bela heute noch? Freunde, ihr wisst doch immer wieder, Belariti, sehr teuer. Gerade hier auf dieser deutsch nachempfundenen Karte Overpass. Auch der E-Sport entwickelt sich immer weiter und Counter-Strike hier mit den Franzosen gerade. Eine Augenweide vor dem Herrn. Also, mehr gibt's heute nicht. Boah, Shox, der hat den ersten hier erstmal oben gewesen, wird aber direkt gerefragt. Ja, das sind immer so die paar Fragen. Wir können ja mal ein bisschen in den Chat fragen. Bei wen schneit's, haut man Plus rein und bei wen schneit's nicht, dann Minus. Ich glaube, wir werden viele Plusse sehen. Ich habe mal so ein Meme gesehen auf Twitter jetzt die letzten Tage, dass nur Köln nicht ist. Warst du das? Oder ja, hab ich tatsächlich gepostet, genau. Eine Momentaufnahme von Deutschland und dann einfach nur Köln angezeigt, der Rest weiß. Fand ich auch relativ witzig, muss ich sagen. Ey. Oh, Rush und Config, die hier verstehen keinen Spaß gerade und machen auf jeden Fall schon mal kurzen Prozess mit Vitality. Rein geht's ins 3 gegen 2. Und Apex, der ist jetzt auch Geschichte. 4:0 Start. Was ist mit Complexity los? Die haben hier richtig Bock. Die haben richtig Bock. Es wurde übrigens gerade auch gefragt, aus welchem Land die verschiedenen Teams stammen. Und da muss man sagen, das Team von Vitality eigentlich alle aus Frankreich, außer Nivera. Der ist aber jetzt gerade noch nicht auf dem Server zugegen, hat noch keinen Einsatz gefunden. Der ist nämlich Belgier, der Bruder von Scream. Auf gegenüberliegender Seite haben wir JKS als Australier. Config, der kommt aus Dänemark. Poison aus Bulgarien. BlameF ebenso Däne. Und Rush, US-Amerikaner. Ja, den haben wir schon häufiger auch gesehen im NHCS. Aber im Endeffekt finde ich das Lineup ganz gut. Ich glaube, es wird sogar jetzt wirklich Dänemark genannt, oder? Ist es tatsächlich? Ist es nicht sogar eher EU, weil Bulgarien zweimal Dänemark? Ich weiß nicht. Ich denke EU-Team, aber ich kann es dir auch nicht genau sagen. Ist immer wieder schwieriges Unterfangen da, diese genaue Mehrheitsregelung und so weiter und so fort. 30 HP nur noch bei Misuta. Auch hier startet man relativ gut bei Complexity in die Partie. Aber man ist natürlich jetzt gerade auch auf der Vorteils-Halbzeit von diesem aufgespielten Team hier. Ja, Complexity hier gerade mit dem Boost. Es ist ja immer diese neue Art, halt eben diese Tür aufzusprengen, dann halt eben vom Spot aus, vielleicht auch von Heaven oder halt eben von einem Boost, vielleicht auch auf der Brücke da, halt eben in Szene gesetzt zu werden. Gerade auch mit den Flashes kann man da agieren und BlameF kriegt erstmal aber auf A lang hier den Kontakt, sei Wut down und somit ist es hier direkt die Unterzahl für Team Vitality. Ja, wichtig da auf jeden Fall zu punkten. Jetzt wurde auch gefragt, gibt es das Gesamtfinale von allen Gruppen? Ja, es gibt auch nochmal am Ende des Jahres ein Gesamtfinale. Die Blast ist ein sehr breit aufgefächertes Turnier, was lange, lange von der Zeit funktioniert. Und wichtiger Push hier. Jetzt weiß man aber, dass 2 Spieler Richtung Monster sind. Jetzt geht's nach vorne. Boah, beißt da gerade Team Vitality auf Granit und jetzt pusht sie rum und JKS sprayt sie um. Wir sehen es wieder, wie du so schön erzählt hast. Wenn Teams hier viele Runden in Folge machen, und das sind glaube ich 5 jetzt in der Zahl, dann ist das Logo on fire und das haben wir jetzt hier wirklich der Fall. So, ich frage mich, wie Complexity trainieren. Mit der Zeitumstellung ist doch fast unmöglich. Die sind in Europa tatsächlich. Also alle Teams, die hier mitspielen, befinden sich in Europa, genauso wie Evil Geniuses. Eben wurde auch gefragt, woher wir kommen. Ich bin ein kölscher Jung, habe 30 Jahre in Köln gelebt, lebe jetzt aber in Berlin-Spandau. Der Luxi, der kann jetzt selber erzählen. Ja, ich komme aus Schleswig-Holstein, so ein bisschen über Hamburg ist das Ganze, aus Emshorn. Da gibt es manchmal so ein Gag mit Ausrufezeichen Emshorn, da gibt es ganz geile Jokes. Und wir verprasseln kurz mal Geld für Werbesachen. So. Also müsste man eigentlich schon so ein bisschen kennen uns. Uiuiui, und Saibu, der kennt kein Erbarmen hier gegen BlameF, nimmt den Spieler raus und bekommt damit eine AOG jetzt erstmal klar gekriegt, beziehungsweise für RPK erarbeitet. Immer noch gleiche Situation, aber HP-technisch hat man einen leichten Vorteil bei den Franzosen zu erkennen. Also Kiewitz Reihe kenne ich auf jeden Fall. Das ist so ein Katzensprung entfernt von einem Sohn.
Nee, es gibt keine Ausrufezeichen im Zorn, Freunde. Da habe ich mich ein bisschen reingebellt, aber es gab so ein Meme, so dass Leute das immer machen. Aber LP Senker erbarmt sich da noch nicht, das einzufügen. Schade drum. Bisschen für meine Heimstadt halt eben ein bisschen Werbung machen, ist auch nicht schlecht. So schlecht. Muss vor allen Dingen jetzt auch JKS hier nicht arbeiten. Schox mit dem nächsten in die Runde. Das sieht doch nach Vitality aus. Und wenn man dann so ein Ding hier abgibt, das ist so schmerzhaft für das Team von Complexity. Auch wenn sie noch ein wenig Puffer an Geld haben. BlameF kann sich nicht ideal ausstatten bei 1-4 obendrauf. Dann ist er bei 4-3 und muss natürlich dementsprechend so ein bisschen auf Rüstung Helm halt verzichten. Beziehungsweise Poison kann den ausstatten. Ja, eigentlich müsste man nochmal komplett equipped sein. Aber die Runde ist trotzdem schmerzhaft. Vor allen Dingen das Logo wieder gelöscht. Ja, und aus dem Nix, würde ich so sagen, ne, kommt man da wirklich halt eben in Szene. Starke Runde. Und im Endeffekt, das ist halt eben auch, was sie so ein bisschen auszahlen tut, halt eben von Team Vitality. Sie gehen halt eben wirklich Runde für Runde halt eben konsequent drauf. Und am Ende haben sie jetzt hier eine Lücke gefunden, sie ausgenutzt und die erste Runde ergattert. Ich habe die ganze Zeit nicht Elmshorn verstanden, sondern Imsoan. Also so, wie ich es gerade geschrieben habe im Chat. Ich dachte, was zur Hölle ist das, Alter? Wohnst du in Frankreich oder was? Und wenn du sagst, du kommst aus dem Norden Schleswig-Holstein, das ist ja nicht possible. Aber ja. Ja, du hast auch gerade so ein bisschen den französischen Touch, glaube ich. Darum hast du es nicht hören wollen. Français, ja. Je m'appelle Fabien, très passable à la fierche, blablabla, très rapide. Also, ich sag mal so, hier der Fabian, der wollte ja auch, wo Schox das Interview gegeben hat, der hat auch ganz nette Sachen gesagt. Ja, ich liebe dieses englische, den englischen Dialekt, habe ich gesagt, ja. Nee, es gibt so ein Meme halt eben mit Emson so, dass da jemand ist, so der arbeitslos war und der ist aus Hamburg oder so, glaube ich, kommt der. Und dann hat der gesagt so, yo, er hat irgendwie Post von Emson bekommen und das ist so Kiel-mäßig, das ist halt einfach übel weit weg, aber es ist halt einfach so ein lustiges Meme gewesen. Daher schreiben jetzt Leute so, das ist auch so Kiel-mäßig, das ist halt so ein kleines Meme da drin. Elmshorn ist so eine Stadt bei Herr der Ringe. Arno Dübel kommt aus Elmshorn, echt ist er da? Ja. Ach, das ist der Typ, der das gesagt hat. Ich krieg doch vom Amt. Ich bin doch nicht blöd, Arbeit. Ja, der hat das gesagt. Der sagt so, oh, der irgendwo in Epson, das ist doch irgendwo Kiel-mäßig, da soll ich mich bewerben. Niemals, sagt er. Ich bin doch nicht blöd. Genau, das ist echt ein Wahnsinn. Der ist geil, aber der hat unsere Stadt ein bisschen nochmal nach vorne geblieben. Genau, Poison. Wie Poison hier das hinbekommt. Ne? Ja. Der macht hier mit der AWP kurzer Prozess, wieder mal Überzahlsituation. Und das ist natürlich jetzt wichtig, halt eben gegen Team Vitality direkt halt eben die Folgerunde zu bekommen, denn das ist natürlich dann der Fall. Guckt dir jetzt an, wie wenig Geld da wirklich auf der Seite von den Franzosen gerade ist. Und ui, das ist immer so gefährlich, wenn man vorläuft. Yes. Aber er kriegt trotzdem Zai Wu, sehr, sehr stark reagiert. Es ist die 3 gegen 5 Überzahl. Na, jetzt geht's hier erstmal Step by Step natürlich. Und vor allen Dingen, Schox muss jetzt gleich hier die Punkte sammeln. Misuta, der wurde weginhaliert. Und dann ist es Mr. Papillon, der wieder mal alleine den B-Spot hier für sich klar machen muss. Schöne Flashbang wird rausgenommen. Und Complexity, die spielen sie hier gerade wirklich komplett schwindelig. Ja, und man sieht hier wirklich in, sag ich mal, auch konzentrierte Gesichter, aber sie sehen auf jeden Fall erleichtert aus. Denn der Matchplan, er funktioniert hier gerade bei Complexity. Und wenn man so weiter auf der CT-Seite das hier starten kann, dann sieht das hier wirklich schwer für Team Vitality aus. So, wir bedanken uns bei Masti für den Prime Sub. 39 Monate, also schon über 3 Jahre hier mit am Start, aber für 99 Damage. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. So, und hier JKS auch nochmal mit diesem letzten wunderbaren Freckchen ins Gesicht. Nein, wie René Masterplay Geigenberger sagen würde. Und mittlerweile ist Sai Wu auch nicht mehr so amused. Auch nur einen Kill. Das ist sehr, sehr selten. Macht schnell ein Foto, Freunde. Das sehen wir lange nicht mehr. Boah, ein 40er ADR. Eieiei. Das kriegen selbst wir hin, also. Ja, ich glaube, du würdest das locker, glaube ich, hinkriegen, oder? Ah, mach dich jetzt mal selbst hier nicht klein, ne? Also, das schaffen wir locker. Gemeinsam kommen wir gerade so auf die Füße. Ich bin kein Ex-Profi, so wie du hier. Ja, alles bestens. Dafür bist du Profi. Carsten, BlameF jetzt hier nach vorne. Schönes Brett. Wieder einmal BlameF. Und weil so schön ist, noch ein und nö, dann ist er leider doch gestorben. Poison rastet aber auch nochmal aus mit seiner AWP und Schox. Der kommt echt spät auf die Party hier. Und der wird hier Schwierigkeiten haben. 1 gegen 4 Situation, seine AK hat noch einen Molotov. Er hat hier natürlich die Möglichkeit, mit der Zeit halt eben auch noch zu spielen. Aber im Endeffekt wird das nochmal eine Mammutsaufgabe. Er geht hier vor, sammelt hier nicht den Molotov auf, weil er ihn jetzt schon einen hat. Und Poison, was ist denn Lina los? Er zieht da einfach rum. Eiskalt, Schox down. Runde hier eingesagt für Complexity. 7-1 Brasil, never forget, ladies and gentlemen.
Und das ist natürlich hier auf jeden Fall schon eine Richtungsangabe von diesem breit aufgestellten Team. Und Poison wieder einmal hier maßgeblich am Erfolg von Complexity beteiligt. Und Vitality, die müssen sich spurten. Sie brauchen langsam aber sicher die Punkte. Ich sag mal so 4-5 Runden, da würde ich sagen, ist noch gar nichts passiert. Aber die müssen jetzt auch erstmal erspielt werden. Nur eine aus 8 Runden, das ist zu wenig. Eieieiei, und man kann das auch nicht bestrafen. Poison, was macht der Junge mit seiner AWP denn da immer? Der ist immer noch da und der hat noch Bock, aber da verschießt er diesmal und dann ist es doch die Geschichte, dass es hier APK einmacht. Shocks mit dem Reflect Instant und damit ist man in der 3 gegen 2 unter 2 bei Team Rated. Ja, aber das war knapp, also man muss es ehrlich sagen und da sieht man es auch wieder, diese Spielklasse natürlich von dem französischen Team Vitality. Wenn man nicht instant die Shots trifft, dann regt man hier auch vor die Backen. Auch Config musste sich dem jetzt gerade wieder selbst an eigenem Leib überzeugen und Shocks mit der AWP im 1-on-3. Man hat schon ganz andere Runden hier klar gemacht. Er bleibt einfach auf Tech 9, weil er siffig ist. Und mal gucken, wie viel er da reinsiffen wird. Boah. Der hat natürlich hier ein paar kleine Problemchen, aber er geht hier doch nochmal den Weg zurück. Aber wie oft eigentlich auch immer die Bombe down ist und man sie eigentlich gar nicht hält von Complexity. Man sieht das so ein bisschen, Overpass ist eigentlich immer so, dass man sich so ein Stück zurückzieht, wenn man die Duelle gewinnt, damit man den Gegner das halt eben ultra schwer macht. Man muss viele Bereiche halt eben abchecken, man verrät sich und er muss jetzt halt eben jetzt hier auch eine einige Distanz halt eben laut halt eben über die Bühne bringen und das dreimal AK vor allen Dingen, wenn sie die über die Bühne bringen können, sind auch die nächsten Runden unglaublich schwer zu bespielen. Man muss es ganz klar sagen, die AK-47 ist eine Waffe, die extrem stark ist, gerade gegen so eine oder auf so einer Map wie Overpass. Und jetzt muss Shocks wieder punkten. Ja, Config-Game das ab. Das ist eine easy Runde gewesen, wieder mal. Und eieiei. Also ich sag mal so, wenn es jetzt so weitergeht und wir haben ja jetzt noch im nächsten Matchup Evil Genius gegen G2 und der Verlierer dieser Partie würde ja auch gegen den Verlierer des anderen Duells kommen und wer da in diesem Duell morgen direkt am Abend halt eben verliert, der würde ja in den Showdown müssen und da wartet Astralis. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist gerade. Man muss halt einfach sagen, dass natürlich auch diese Teams, diese Partner-Teams von Blast einfach alle Hochkaräter sind. Ne? Und irgendwelche Verlierer muss es geben. Dass Astralis einer dieser Verlierer war, das lag natürlich an einem herausragenden Pick, welcher sich am Ende auch nochmal gegen ein NIP revanchieren konnten. Also, ja, es ist einfach bitter, wirklich. Also wenn du da als Team bist, es gibt ja danach ja noch die Möglichkeit mit den Close Qualifier dann, ne? Dass halt eben noch sich Teams halt eben Nachrücker sind, die dann zu den Showdown auch kommen und die sehen, yo, Astralis ist Teilnehmer davon, schwierig. Aber Poison, der hat hier auch eine Schwierigkeit gerade, muss sich hier erstmal zurückziehen, hat hier schon ein bisschen Utility auch verworfen und jetzt geht's nochmal aggressiv rein. Vor allem, was ein Tempo von Vitality, guck mal, was RPK da macht, Junge, da sagt es Alarm, Alarm und der ist richtig wild unterwegs, aber bleiben wir für Config, die machen hier mit der Utility erstmal die ersten Frags. Junge, was war das denn? Und Shocks jetzt hier, der kommt da auch noch zur Party, aber da ist er schon wieder mal down. Und Poison, jawollo, was will man mehr? Der hittet hier doch einfach alles vom Server gerade weg. Alter, was rasten die denn hier gerade aus, Ladies and Gentlemen? Und man muss es ganz klar sagen, weil eben gesagt worden ist, ich habe das Gefühl, sie sind für Complexity, die Caster. Man, es ist ganz klar, ich bin absoluter Team Vitality-Anhänger, aber wenn Vitality hier mal so den Arsch versohlt bekommt von Complexity, dann kann man das doch wirklich mal in den Himmel hypen. Wahnsinn! Das ist halt eine Kooperation mit unseren Kanalpunkten. Ne? Ich sag euch, eigentlich kriege ich eure ganzen Kanalpunkte, darum bin ich hier echt wirklich happy gerade, weil bei mir sieht es echt nicht rosig aus. Danke dafür auf jeden Fall. Aber nein, Spaß beiseite. Ich habe ja am Anfang sogar gesagt, Team Vitality macht 2-0, jetzt sieht das Ganze anders aus, aber man muss halt eben auch wirklich Complexity da... Was ist denn jetzt hier los, Mann? Der ist giftig, Mann! Boah, was haut denn der schon wieder raus, der Typ? Nee. Das Admin reicht. Da müssen wir mit dem Admin kurz mal ein Gespräch nachhalten. Das darf nicht wahr sein hier. Lassen wir den Major los. Erstmal die Ketten lösen. Kann er sich festbeißen, der Dämon. Also wenn er seiner darf, dann ist das Sirson, aber er doch nicht hier. Junge, Config kommt auch nochmal mit einer Flash hier in Deltung, aber... Das Ganze ist wieder schwierig hier, Team Vitality. Diese nicht vorhandene Info hat jetzt gerade eher sogar Vitality in die Karten gespielt. Bei BlameF könnte jetzt eventuell hier reinlaufen, aber jetzt hat man sich verraten. Schaut es euch an. Ne? Alter, die werden ja gerade ausgesaugt. Ja, da ist Sand drüber gebrettert einfach mal kurz. Ah ja, und Apex.
Einfach den 3-Mann-Peak, einfach komplett No Respect rumziehen einfach und überleben einfach alle, Mann. Alter Verwalter, und hier sehen wir es auch nochmal, Poison, Mann, was ja, der macht so der frech denn für einen Job? Und dann hinterher nochmal den nächsten. Also er spielt auch wieder mal eine klasse Leistung. Wie gesagt, und da muss ich mich wirklich korrigieren, ich habe lange, lange Zeit Poison wirklich kritisiert für seine AWP-Leistung, fand ich grauenvoll. Ist aber auch schon mittlerweile ein Jahr her oder noch länger, wo er auch noch in einem anderen Team gespielt hat. Und mittlerweile ist er wirklich eine Bank. Und eine Bank ist auch Scrum 1980. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, für den Prime Sub. Willkommen. Halbes Jahr schon am Start. Wann hast du eigentlich das erste Mal 19er Damage gesehen, geguckt, wahrgenommen? Wie lange ist das her? Boah, also ich verfolge das schon sehr, sehr lange, aber ich weiß gar nicht, ich kann mal was reinschreiben in den Chat. Ah, gibt's Follow Age oder was? Ich glaube, oder? Kann man das nicht sehen? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber... Wenn du auf meinen Namen klickst, gefolgt seit dem 17. November 2017. Seit dem 17. November 2017. Ja, da ist er ja auch schon lange Zeit da. Und jetzt, liebe Freunde, ist er hier Kommentator. Das ist doch wunderschön. Also, 10 zu 1. Meine Damen und Herren, jetzt geht's auf jeden Fall ans Eingemachte. Vor allen Dingen, weil Vitality schon wieder. Wie viel Geld haben die? Zerro! Zerro! Der war schwer, hat er gemacht. Blame F, der zählt hier nochmal die Seite ab. Und jetzt kommt der hier nochmal mit welchen Zähne. Geflasht ist er schon mal, aber es wurde nicht ausgenutzt. Und dann pickt die zusammen, komplett in einer Flucht. Beide einfach durchgesprayt. 11 zu 1, was ist das hier für ein Game eigentlich? So, und die Runde ist gesponsert von Nickelodeon. Also schön, dass du hier auch einschaltest. Vielen Dank für den Sub hinterher. Und Vitality, die sind hier gerade wirklich am Choken, Junge. Aber was Poison da auch schon wieder macht, ne? Blame F, der braucht wieder ein bisschen Protein. Ja, aber guck dir an, wie breit er ist. Da kommt halt keiner durch die Toilette durch, wenn der da steht. Guck dir an, der wartet ab und dann guckt man in das Rohr einfach rein. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob der Kerl nicht wirklich gefotoshoppt ist, ne? Also Safe Call. So locker, weiß ich nicht, ey. Also ein Anti-T-Rex ist der. Jo, der ist einfach die Maschine. Hei. 11 zu 1, meine Damen und Herren, schaut mal, wie viel Aggression jetzt schon wieder bei Complexity vorhanden ist. Die haben den ganzen Raum hier auf Overpass für sich schon mal erschlossen. Blame F schon wieder auf der Suche und mal gucken, ob er sich hier den nächsten Proteintrink einverleibt. Ja, easy für die Misuta, down. Man hat sogar das Kurzduell gewonnen, aber hey, vielleicht dann zu machen. Poison, was ist das? Das ist doch zu einfach hier gerade. Das darf doch nicht wahr sein. Junge! Macht das 12 zu 1 und Complexity. Die ne. Apex, die arme Sau, Junge. Bitte, bitte. Wir brauchen ein Tempo-Taschentuch. Sponsor. Oh Gott, der arme Mann. Oh, Junge. Kriegen wir ein dickes F für ihn hier. Also, ich glaube, er ist ein bisschen sad. Alter, Paranormal Activity 9 wurde da gerade gedreht, ja, ey. Junge, wenn du denkst, dass du einfach ein Traum bist hier gerade. Wirklich komplett gar keine Gott, Lust. Oh Gott, Willen, Junge. Der hat gerade locker einen Geist gesehen, der arme Kerl. Wenn du realisierst, dass dein Vertrag noch ein Jahr geht. So, Freunde, auf geht's. Man darf hier bei Vitality nur Hops nehmen, weil sie halt wirklich sehr selten mal in dieser Position sind. Selbstverständlich ein herausragendes Team und Apex, der spielt gerade seine komplette Wut erstmal raus, Freunde. Und Config, guck mal, wie gerissen er ist. Der geht hier noch vorne in die Ecke. Oh, wenn der jetzt hier mindestens L2 macht, dann ist das Ding hier doch gut. Oh, der kriegt eine Flash, alle Blätter aus der Eichen und er macht 2 und fast sogar noch den dritten. Gottes Willen, ey. Hätten sie die Runde jetzt hier nochmal kaputt gemacht, dann wäre wirklich Weltuntergang. Aber JKS ist immer noch in der Lage, das Ganze natürlich rumzudrehen. Wir haben, schaut euch mal die Kohle an, Junge. Die können, theoretisch könnten die eine ganze Map durchkaufen, was man da wirklich an Geld gespeichert hat. Und dementsprechend geht JKS hier natürlich auch nochmal auf die Suche. Versucht hier noch jemanden rauszunehmen. Und Saiwu, 1-13 Stats! Ja, das bleibt auch so, denn Shox macht den Kill hier. Over, ja. Alter, 1-13, kann da mal jemand sofort Ambulanz holen? Also das geht ja überhaupt nicht. Boah, und wie schön das von Apex hier gespielt war. Junge, der 2. Aber hier, guck's dir an, einfach blind und APK kannst noch ausbaden. Also Wahnsinns-Show, Poison hier 18-6, jetzt 132,4er ADR. Und wenn euch der Cast gefällt, Ladies and Gentlemen. Hier, guck's dir an. Ja, dramatisch, ey. Gerne Ausrufezeichen Caster in den Chat eingeben. Wir würden uns natürlich sehr über eure Unterstützung auf Social Media freuen. Und jetzt gehen wir rein in die letzte Runde. Und dann habt ihr auch eine Halbzeit Zeit. Ja, ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Zeit, das zu verkraften. Das ist ein bisschen zu heftig hier gerade auch. Aber Wash, der guckt da kurz ins Rohr. Saiwu beendet auf jeden
Fall nicht die letzte Runde ohne Kill. Der hat hier schon mal eingemacht. Und Config, der ist hier auf der Suche. Der will den Refrag hier holen. Shox wartet aber oben auf einer sehr ekligen Position. Ja, und das hat er super gut hier. Lässt ihn da komplett reinlaufen, nimmt ihn jetzt natürlich auch raus und damit sieht diese Runde zumindest gut aus. Zwei letzte Zähler nochmal aufbessern. 12:3 der Spielstand. Drei Runden. Es wird schwer. Bringen wir es auf den Punkt. Aber es ist möglich für dieses französische Aufgebot für Team Vitality. Und was ich immer erstaunlich finde, selbst wenn Saiwu schlechte Halbzeiten hat, schlechte Matches, irgendwie schafft er es immer am Ende noch relativ viele Frags klar zu machen. Meinst du wirklich, es gibt noch ein Comeback? Ja. Ich sag einfach ja. Guck mal, die Bussen da drüber und Shox aimt das ab. Oh. Junge, der Was? Junge, was? Junge, er guckt einfach nur auf die Schuhe Admin, und realisiert sofort. Nicht, dass das hier okay, was er dann. Zugriff, wir haben ihn. Wir Junge, haben jetzt ihn. Kommt so ein Riesenschuh aus der Smoke raus und er weiß gar nicht, was er machen soll. Wir haben ihn, Zugriff. Ihr könnt jetzt sofort einschalten, sofort. Alter, was ist das denn? Junge. Hier wird aber komplett gerade gegen... Ey, jetzt auf! Nee! Was ist denn los hier, Mann, Vitality? Junge, 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 was ist das hier für ein Spiel? Oh, bis runter! Das kann er doch machen im 1 gegen 1. Jetzt piekt er da rein. Jetzt muss er doch nur noch rumziehen. Einfach noch so ein Ding drücken. Einfach eine dicke Bude hier nochmal reinballern. Oh, das Timing verpasst. Oh, der kriegt von der Seite. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Da verlieren die die Runde. 13:2. Vitality, Mann. Da fällt immer noch alles aus der Hose raus, Mann. Ey, ey, ey. Hier fängt es schon an. Jo. Das ist gepusht. Das ist gepusht. Junge, guck mal, die Art, wie er so reagiert hat. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Junge, er reagiert, das war jetzt richtig mad. Und dann sagt er, jo, einer ist kurz. Also, die Halbzeit ist für alle jetzt wichtig. Für euch, für uns, für jeden, um hier mal ein bisschen runterzukommen. Gefällt euch der Cast? Gerne auf Instagram und Twitter vorbeischauen. Freunde, ich kann ihn nicht. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder zurück mit der Blast, mit der wunderbaren Gruppenphase der Spring Finals. Und an meiner Seite immer noch der wunderbare Selux 4363, Ladies and Gentlemen, hallo. Ja, hallöchen, Willem, wie geht's dir?
Very, very gut. Leider Gottes geht es dem Team von Vitality gerade wahrscheinlich nicht so prächtig. Aber wenn es ein Team gibt, was so ein Comeback starten kann, dann natürlich Team Vitality mit Massio Erbe. Massio okay, Erbo. So. Was ist das für ein Spiel, was sie hier gerade wirklich beide hier erleben dürfen? Guck mal, die ADA-Sachen, ey, Blame. 160er ADA, 22 Frags in der ersten Halbzeit. Junge, hat der Protein getankt. Ja, und jetzt kommt's drauf an, ne? Wenn man da jetzt nochmal gut anfängt. Boah, Schocks in der Mitte. Ich habe da schon Böses gesehen gerade, aber er kommt nochmal weg. So, meine Damen und Herren, und auch nochmal wichtiger Hinweis. Da muss man jetzt mittlerweile schon drüber sprechen, denn das nächste Spiel, was wir sehen, Evil Geniuses gegen das Team von G2, wird nicht vor 19.30 Uhr starten, egal wie schnell wir hier jetzt erstmal durch sind. Das heißt also, auch da könnte es vielleicht eine etwas längere Pause geben. Von daher, komm, Vitality, bisschen Comeback hier nochmal starten. Ja, und Servus dann. Over here. Ja, da denkt er sich, komm, neue Halbzeit, neues Glück. Kommt guck JKS dir Poison an. Guck dir mal an, wie dreist der ist. Der Backstep. Oh, der wird so Schocks so hops nehmen. Ja, es tut weh. Vor allem hat er auch noch die P250. Der kann richtig gut arbeiten. Schocks könnte jetzt gleich hier eventuell ein paar Informationen bekommen. Müsste sich dann aber relativ zeitnah und auch relativ laut zurückziehen. Jetzt kriegt er die Infos. Da in der Mitte. Hört die Steps. Und jetzt müssen wir eigentlich die Rotation sehen. Apex schon auf dem Weg. Die Frage ist, boah, Schocks könnte jetzt richtig brutal werden. Oh, weia. Wenn der da jetzt reinkommt. Jetzt, er könnte hier komplett jetzt der Mann der Runde sein. Oh. Ja, und jetzt Rotation. Jetzt gehen alle rüber. Jetzt können alle Spieler hier rübergehen. Ich fasse es nicht. Oh, zum Glück. Zum Glück kriegt Jocks da mal einen Frag, sonst wäre die Runde direkt vom Tisch. Aber die Bombe geplantet. Und jetzt rein in die Duelle. Boah, und Boys sind sehr aggressiv jetzt hier. Jetzt kommt man einfach rein. Wie dreist man hüpft da runter. Man hätte es sogar messern können. Und bleibt hier wohl und das erklingelt schon. 4:2. Ei. 14:2, meine Damen und Herren. Und da kann man hier wirklich nur noch den Hut ziehen, wie sie einfach gegenpushen, ohne Kompromisse, ohne irgendeine Form von Respekt. Und 14:2, das ist eine klare Hausnummer. Boah, also jetzt wird es halt noch schwerer. Ne? Man hat beide Pistolenrunden geholt. Oh weia. So, F in den Chat für alle da draußen, die hier jetzt einige Kanalpunkte reingesetzt haben. Gerne schreibt mal F und dann dahinter, wie viele Kanalpunkte ihr für Vitality gesetzt habt. Also da bin ich sehr gespannt. Boah, ärgere ich mich gerade, dass ich nicht auf Complexity gesetzt habe. Boah, 50k. Boah. Ja, JKS, Junge. Ja, aber wenn du, also egal wer jetzt hier wirklich, das ist so durch, doch, oder? Sind wir mal ehrlich, Config hier, also heizt euren Ofen an. Das wird hier, glaube ich, gleich nochmal ein Fest. Wir haben eh denn eine längere Pause. Aber Saivu. Boah, nee, also. Okay, jetzt kommt der Call nochmal. Jetzt kommt der Call nochmal, Ladies and Gentlemen. Und zwar, wenn Vitality das Match hier wirklich nochmal rumdreht, dann hole ich mir ein Saivu-Trikot. So. Das ist jetzt auch relativ leicht zu sagen. Ach, ich muss auch schnell noch die Werbung spielen, Freunde. Ihr kennt es immer: Neon, Anime, Mythical. Your skin, your style. So, was seid ihr? Welchen Style? Welchen mögt ihr? Gerne auch mal in den Chat schreiben. Hier geht's jetzt hoch, Entschuldigung. Geht's auf jeden Fall erstmal in die nächste und eventuell schon letzte Runde. Ich fass es nicht, Freunde. Was ist denn dein Lieblingsskin, wenn wir gerade über Skins reden? Boah, alle Saphir-Teile halt, ne? Diese ultimativ teuren, aber so. Sonst Glock Fade. Ich liebe die Glock Fade. Also, wenn man eigentlich nur gesagt Geld. Ja, genau. Ja, die sehen halt einfach geil aus, die Saphir, ne? Deswegen sind sie auch so teuer. Aber tatsächlich, die Glock Fade finde ich sehr gut. HelpY90, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Sub. Und eben haben wir auch noch einen bekommen. Den muss ich noch vorlesen. Ich glaube, der Dope war das, ne? Ja. Genau, Dope. Auch 9 Monate. Ja, und JKS, der macht den kurzen Prozess. Kommt weg mit dem nächsten. Es ist das 5 gegen 3. Oh, wer hat es die letzte Runde sein? Du Arsch! Der haut damit der MAC-10 2 Leute weg. Wahnsinn. Es ist. Der Follow. Hey, was geht denn hier ab, Ladies and Gentlemen? Ja, da ist natürlich Herr Papillon nicht gut drauf zu sprechen. Ja, lieber Lux,